Heute lernst du den Epikutantest besser kennen. Der Epikutantest hilft uns dabei, Kontaktallergene zu finden. Hierbei geht es um Stoffe, die mit deiner Haut in Kontakt kommen. Die dabei verwendeten Standardtestsätze testen so auf etwa 85-90% der häufigsten Allergene wie Duftstoffe, Shampoos, Cremes, Haarfärbemittel, Metalle, Leder, Gummi und vieles mehr, was du dir vorstellen kannst. Da es sich jetzt aber bei dieser Art von Allergie um eine Spätreaktion handelt, also jetzt zum Beispiel nicht wie bei Biene und Wespe, musst du den Substanzen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt sein. 72 Stunden, um genau zu sein. Bei 3 verschiedenen Gelegenheiten musst du also deinen Arzt aufsuchen. Jetzt lass uns mal diese 72 Stunden zusammen durchgehen. Tag 1. Der Epikutantest wird mit einem hypoallergenen Pflaster auf deine Haut geklebt, normalerweise auf den Rücken. Wenn du aber gerade einen akuten Neurodermitis-Schub hast, kann der Test entweder verschoben werden oder auf die Oberarme geklebt werden. Gleiches gilt auch zum Beispiel bei großen Tätowierungen. Wir müssen dann eben auf einen anderen Bereich ausweichen. Tag 2. Darfst du zu Hause bleiben, bitte keinen Sport machen und nicht duschen. Da darf kein Wasser auf den Rücken. Tag 3. Sind wir 48 Stunden später, fast geschafft. Der Klebeverband wird eben runtergemacht und die getesteten Stellen schon mal markiert, dass wir eine Markierung für den Tag drauf haben. Der Arzt oder die Ärztin wirft schon mal einen ersten Blick auf mögliche Reaktionen. Kommen wir zu Tag 4, 72 Stunden später. Darfst dann an dem Tag auch endlich wieder duschen, nachdem du beim Arzt warst. Der Test ist jetzt fertig und kann abgelesen werden. Dein Arzt oder deine Ärztin prüft mögliche Reaktionen und bespricht die Ergebnisse dann auch mit dir. Ähnlich wie beim Pricktest wird eine Reizkontrolle verwendet. Wenn der Testbereich in dem Bereich positiv ist, bedeutet es nicht, dass du eine Allergie hast, sondern dass die Barrierefunktion deiner Haut gestört ist. Denk daran, dass nicht jede Substanz auf dieser Welt in diesem Standardkit drin ist. Das heißt, besteht immer die Möglichkeit von einer Testlücke. Was kann man dagegen jetzt tun? Wir werden dir in einer anderen Folge zeigen, wie du so einen kleinen Allergietest auch zu Hause machen kannst, also ganz do it yourself.